und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, beziehungsweise einem neuen Vlog von mir. Wir sind hier gerade bei Sarah angekommen und machen einen Nintendo Switch Abend. Sind die Eltern zu Hause? Nein, die sind nicht. Ich habe gerade Zimmer geklingelt und ich habe das Herzinfarkt bekommen. Hätten die Finger auch. Das ist so ein fauler Scheiße. Nein, nein, nein. Was zum Plan? Was für ein Plan? Film mal kurz, wo wir hingehen. Film mal kurz, wo es hingeht. Erste Etage. Ich fahre mit dem Aufzug. Ich wette, die haben jetzt auch die Kamera draußen oder Fabio ist so voll und hat wieder keiner dabei. Schreibfähigkeit. Hi. Hi. Wisst ihr, wo Fabio ist? Der ist hier. Nein. Wir haben doch eben mit dem telefoniert und sein Auto gesehen. Der ist aber nicht hier. So ein Blöd. Ich schwöre, der ist nicht hier. Ich hab doch gesagt, die wollen irgendwas machen. Ich schwöre, der ist nicht hier. Ich höre ihn doch. Der ist da nicht drin. Ihr seid so schlecht. Geh einfach rein. Der ist hier doch irgendwo. Der ist in dem Raum. Ist er nicht? Ich hab ihn doch gehört. Ist er nicht? Dann mach doch einfach mal auf. Nein. Ist er nackt? Mach jetzt die scheiß Tür auf. Das war ein... Fabio, ich hab einen Wegbleib für dich. Komm, wir nehmen Sarah jetzt als Geisel, nimm sie. Fabio, wir haben sie als Geisel. Wem ist das nicht? War durch Fangerotzt, Junge. Ich wusste es, ich hab doch mit dir gewettet. Kannst du bitte aufhören zu vloggen? Ich war schocken auf dem Weg. Hallo. Hi. Ist das deine Sonnenbrille? Nein, Mann. Zeig mal. Ja, guck mal, wie schade. Zeig mal. Du Spasti, die ist voll dreckig. Ja, die ist doch von Giuliano, guck mal. Wie geil, du bist ja voll schnell unterwegs. Mit der sieht voll schlimm aus. Lalalala! Jetzt wird gezockt. Ich bin pink. Ich habe mich schon angemeldet als Erste. Ich bin pink. Ich bin pink, Sarah. Ich hab pink. Hör auf, auf. Okay, ich soll ich Oh, hat aufgehört. Oh Mann. Kommt's nochmal? Was ist los? Dann kommt ihr nicht rein. Aber du hast deine Dreckskamera draußen. Kommt doch rein. Ja. Kommt rein. Oh nein, die Arme kommen. Ach mal, das ist im eigenen Haus. Oh. Das war's. Das war's, Jasset. Ach mal. Wer sagt das auch so, ne? Ja, das war's. Oh nein, es geht in die Couch. Wir machen das.
Zum Schrubben! Ich kenne mich hier nicht aus. Hier. Ja, der Schrubb was zum Schrubben! Hol jetzt trockenes Papier. Das muss man waschen, dafür können wir gleich vorbei. Trockenes Papier, schnell. Fabios Haare gestylt. Ich hab's versucht. Fabio, soll ich's machen einfach? Meinst du das ernst? Hey Friends, oh mein Gott, meine Haare zittert. Hey Freunde, ich hoffe es geht euch gut. Ich befinde mich gerade auf dem Weg zum Nägel und Wimpern machen. Ich war einfach seit 5 Wochen nicht mehr Wimpern machen. Das ist eine Ewigkeit für mich. Ich weiß noch gar nicht, was ich für Nägel mache. Ich war heute Morgen schon beim Sport und ich bin total ausgepowert. Ich hatte gerade einfach gar keine Zeit für irgendwas. Ich habe schnell gefrühstückt, habe nicht mal alle Sachen weggepackt. So, das sind jetzt meine Nägel noch vorher. Und es wird auf jeden Fall diesmal wieder ein bisschen übertrieben. Mit Glitzer. Das ist jetzt das Nachher-Ergebnis. So krank einfach. Sarah hat mich gerade abgeholt, weil sie Hunger hat. Wir zwingen uns immer gegenseitig mitzukommen. Ich habe eben eine Meschki-Bestellung bei meinen Nachbarn abgeholt. Und mir ist es immer mega unangenehm, irgendwo zu klingeln wegen meiner Bestellung. Hat der sich nochmal extra Hähnchen drauf bestellt. Und Erdnusssoße. Erdnusssoße ist aber lecker. So, willst du gleich bestellen? Nee, nicht. Probier mal, es ist krank. So sieht es aus, wenn Miles sich freut. Komm. Ich wollte euch ja noch zeigen, was ich mir bei Meschki bestellt habe. Und zwar ist es einmal dieses Top hier. Und die Jogginghose auch. Und ich muss ehrlich sagen, die Qualität ist richtig, richtig gut, meiner Meinung nach. Die Sachen sind so unnormal weich. Ich habe mir auch einen grünen Body bestellt. Der ist eigentlich so ähnlich geschnitten, nur mit anderen Trägern. Und die Hose auch nochmal in dem passenden Grün. Also ich habe, wie lange habe ich jetzt gewartet? Ich glaube, ich habe circa auch eine Woche auf die Sachen gewartet. Das ist übrigens kein Sponsoring oder so. Ich habe das alles selber gekauft. Ja, die haben echt coole Sachen. Ich habe mir auch so einen Diamond Bikini da bestellt. Also so sieht der Bikini aus. Das ist auch richtig, richtig weich. Ich glaube, ich habe für alles ungefähr über 200 Euro ausgegeben. Und das sind nur so 5 Teile, die ich bestellt habe. Aber ja, hat sich gelohnt. Die Sachen sind echt cool. Ich habe mir heute eine To-Do-Liste gemacht, was ich heute alles erledigen möchte. Und ich habe mich da von Kisu inspirieren lassen. Ich wasche jetzt erstmal mein Gesicht mit dem Hello Body Reinigungsschaum. Das mache ich ja immer. Jetzt auch keine Werbung, das mache ich einfach immer. Sonst werde ich nichts für diese Pickel benutzen. Ich werde einfach nur warten, bis sie verschwinden. Das ist nämlich mein Geheimtrick. Der ist ja noch nicht mal richtig draußen. Meine Tagescreme, die ich immer benutzt habe, ist leider leer gegangen. Und jetzt habe ich was Neues ausprobiert und ich befürchte, dass die Pickel von da kommen, weil ich einfach sonst nie Pickel habe. Ich beschwere mich jetzt auch nicht, das nennt sich viele oder so. Ich will nur immer die Ursache finden. Ich höre jetzt einfach erstmal auf, dieses Produkt zu benutzen und schaue, ob es von alleine weggeht. Ich war gerade noch duschen und wollte euch kurz zeigen, wie ich meine Haare immer nach dem Duschen pflege. Und zwar benutze ich, seitdem ich meine Haare das zweite Mal blondiert habe, dieses Conditioning Spray für trockenes Haar. Das ist von La Biostetic. Das habe ich bei meinem Friseur gekauft. Und das riecht abnormal gut. Ich liebe den Geruch einfach. Das ist aber, ich weiß nicht, ob es jedem gefallen würde. Ich sprühe das dann einfach in mein ganzes Haar. Wenn ich die gerade, wie die jetzt sind, durchkämmen würde, würde ich einfach nicht durchkommen. Zeige ich jetzt mal, wie einfach ich da durchkomme, obwohl die so verknotet sind und so krausig. Aber das Spray hilft einem sehr, sehr gut dabei. Das ist nur so eine persönliche Empfehlung von mir. Übrigens, bevor irgendwelche Fragen zu meinen Wimpern kommen, ich habe die Länge 7 bis 12 mm und ich habe die Volumentechnik, weil sehr, sehr viele mich immer danach fragen. Ich hatte eine Zeit lang wirklich die Länge 15 als Wimpern und wirklich dauerhaft 15, also keine Steigerung, keine Senkung. Aber seitdem ich diese kürzeren Wimpern habe, finde ich, sehen die viel dichter aus und sehen auch sehr viel besser aus. Also 15 ging halt wirklich so bis zu meinen Augenbrauen, bis hier oben. Das war ein bisschen too much. Ich habe D-Curl. Das ist halt
geschwungen, aber ich habe denen jetzt gesagt, dass ich gerne Doppel-D hätte. Ich würde die gerne geschwungene haben. War nur mal noch so eine kurze Info, die ich euch gesagt haben wollte. So Leute, und das war es auch schon mit dem Vlog. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Ich habe ihn gerade bearbeitet und nochmal angeschaut und ich fand ihn eigentlich relativ witzig. Also falls ihr ihn auch witzig fandet und ihr mehr solche Nintendo Switch-Abende vielleicht wollt, dann gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Ich werde jetzt frühstücken, ich habe nämlich noch nichts gegessen. Und dann werde ich mich erstmal weiter auf Wohnungssuche begehen, denn ich will endlich eine neue Wohnung haben, beziehungsweise eine eigene. Ja, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis ganz, ganz, ganz bald. Adieu!